endlich nichts mehr zu tun. Okay, habe ich noch Termine? Warte. Eins, zwei, drei. Oh, ist Juli. Ist ja schon vorbei. Hey, ich bin Alex und willkommen zu einem neuen Video bei Turn On. Heute vielleicht etwas anderes, für manche vielleicht ungewohntes, denn heute reden wir über Termine. Ja, beziehungsweise manche von euch wissen vielleicht gar nicht, dass deren Leben voll ist mit Terminen. Denn selbst Kleinigkeiten wie ein Friseurbesuch oder ein Arztbesuch, ein Einkauf oder eine Autoreparatur, das alles an einem Tag zu erledigen, bedeutet ja, Termine zu haben und auch Termine zu managen und zu machen und zu koordinieren und so weiter und so fort. Manche schaffen das, wie auch immer, alles, indem sie es nur im Kopf behalten und dann einfach machen und zwischendurch mal auf die Uhr gucken und sagen, ah, toll. Manche brauchen oder sollten sich auf jeden Fall aber Hilfe dazu holen, sei es in Form von Smartwatches, Smartphones, smarten Speaker-Assistenten, Google, Alexa und so. Aber es gibt auch ganz andere Möglichkeiten neben Tischkalender und Gadgets und Co., sondern es gibt ganz moderne Dinge, wie zum Beispiel von einem Hersteller namens DAK Board, beziehungsweise Duckboard. Ich nenne es jetzt mal Duckboard. Die haben nämlich so eine sogenannte CPU, DAC-CPU heißt das Ding. Die haben sowas rausgebracht, ein Raspberry Pi in einem Gehäuse mit einem hässlichen Aufkleber, der dazu da ist, euch in Zukunft dabei zu unterstützen, eure Fremdsteuerung wieder Eigensteuerung gesteuert werden zu lassen. Es gibt es in so einer Form, aber auch schon verpackt mit einem Display. Denn das ist nämlich auch das Hauptaugenmerk. Dieses Ding hier ist sozusagen ein virtuelles Whiteboard, ein virtueller Kalender, um all das managen zu können, was ihr euch so vornehmen wollt. Und das nicht nur in einer Art und Weise, wie ihr sie bisher vielleicht kennt, mit Termin eintragen, Titel des Termins dann lesen und fertig, sondern mit noch so vielen Ausschmückungen dazu. Das heißt, neben dem Titel der Ort, was man zu tun hat, ein Bild dazu, Maps aus, Live-Feed aus einem Video, Präsentation, Slideshow. Also die Möglichkeiten, daraus ein visuelles Happening zu machen, aus einem einfachen Termin, sind mit so einem Ding nun bis zum Anschlag gegeben. Und das wollte ich mit euch heute mal ein bisschen nicht nur herausfinden, sondern auch mal zeigen. Aber so läuft das Ding noch nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal ein Display. Und dann schließen wir es mal an. So, und wenn man dann alles angeschlossen hat, sieht das in etwa so aus. Also die Box ist hier, angeschlossen über HDMI und Micro-USB an dieses Display. Und das ist ein ganz klassischer Computermonitor. Aber der Twist dabei ist, dass man den auch in Porträtmodus sich hinstellen kann. Und das dachten wir, ist vielleicht ein nettes optisches Gimmick zu zeigen, dass es eben nicht nur Landscape geht, klar, sondern eben auch in Hochkant, was da vielleicht manchmal auch ganz neue Arten und Weisen der visuellen Kommunikation darstellen oder visuellen Organisation für euch. Darum geht es ja. Dieses Ding ist ja eigentlich dazu da, um euch zu organisieren. Und wenn man das dann angeschlossen und konfiguriert hat, dann sieht man beispielsweise sowas auf dem Bildschirm. Das haben wir mal testweise für euch zusammengebastelt. Das ist ein fiktiver Turn-on-Drehplan. Die Kollegen gucken schon ganz verschreckt. Ihr müsst natürlich nicht so oft jetzt drehen, wie hier steht und auch nicht zu diesen absurden Zeiten. Sonst ist es nur mal für euch, um zu sehen, was möglich wäre. Wir müssen uns das parallel mal angucken, wie das im Backend aussieht. Dann hat man hier so eine lustige visuelle Bastelkiste. Also da sieht man zum Beispiel den Hintergrund als allerhinterste Ebene. Dann die zweite Ebene, also die erste Vordergrundebene, hier auch mit dieser Schattierung, dass man es versteht. Dann die nächste, die zweite Vordergrundebene, die dritte und die vierte. Und so könnt ihr dann euch visuell vorstellen, wie vom Backend zum eigentlichen Output dann dieses DIY-Geschachtle mit den lustigen kleinen Baukästen aussieht. Und ihr könnt das theoretisch auch komplett löschen und dann hier über die Funktion Add a Block etwas komplett Eigenes, was ihr gerade für eure, ja, weiß nicht, für euer Vorhaben, für eure Events oder was auch immer oder für eure Software und Programme und sozialen Plattformen braucht, hier anklicken, einfügen und dann mit euren Accounts und eigenen Kalender-URLs oder Plattform-URLs verbinden, wie zum Beispiel Twitter, Apple Fotos, Flickr, Instagram und so weiter und so fort. Und dann als Blog, wir machen das zum Beispiel hier mit Instagram, so, und dann als Blog hier mit einfügen, da so rüberziehen und dann hätte man hier neben seinem Drehplan dann auch noch zum Erfrischen der Laune, damit man das nicht ganz so furchtbar findet, ein Instagram-Foto bzw. Instagram-Profil. Machen wir doch mal so. So, Settings saved, refresh. Gucken, was kommt.
Hm. Ah, ein bisschen Eigenwerbung tut gut. Ich habe jetzt einfach mal Alexi Bexi als Hashtag eingegeben. Funktioniert besser. So, wir können das auch genauso schnell wieder löschen. Und dann habt ihr das, was ihr im Vorfeld euch ausgedacht habt, wieder auf dem Bildschirm drauf. So, aber falls ihr nicht selber hier rumrühren und überlegen wollt, wo kommt hier ein Titel hin, wo kommt ein Kalender hin, wo könnte ich noch dies, das, jenes eintragen, gibt es auch so eine Art kleinen Store von DAK Board, der euch erlaubt, nicht nur Inspiration zu holen, sondern auch fertige Designs herunterzuladen oder Layouts herunterzuladen für unterschiedliche Bildschirmausrichtungen, also Portrait oder Landscape, und auch für unterschiedliche Anwendungszwecke. Also hier ist zum Beispiel ein bisschen Business, das heißt so Empfangstresen könnte man sich das vorstellen oder Konferenzraum hängt an der Tür oder im Konferenzraum selber. Oder aber auch einfach so eine Daily Agenda für sich selbst zu Hause. Das heißt, man steht auf und das Erste, was man dann vielleicht im Wohnzimmer sieht, ist, aha, das ist mein Tag und das könnte man dann hier in der Day oder in der Night-Variante herunterladen. Kann dann aber auch sogar noch völlig anders abgehen. Und zwar hier mit dem Beispiel Menu. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel, weiß nicht, wenn ihr euch mal ein Restaurant oder Café eröffnen wollt, habt ihr hier eine eigene Menükarte, die ihr schon im Vorfeld dann als Template habt und dann bearbeiten könnt mit Essen des Tages, Zutaten, Anekdoten vom Koch, Grüße aus der Küche, weiß der Geier. Das wäre hier auch schon alles mit bei. Und was ich auch sehr geil finde als kleine Anekdote, es gibt noch das School Preset. Klingt weird, aber das ist ein Preset mit eingebundenem Bild-Live-Feed. Das ist tatsächlich so eine Art, also so haben die das zumindest in einer US-Schule gezeigt, haben die auf so einen Fernseher gehauen, in so einem Flur, so, wo die alle durchgehen. Und dann in diesem Live-Feed konnte man dann zum Beispiel in einen Klassenraum gucken oder bei einem Event teilnehmen, wo jetzt die anderen Schüler irgendwie nicht dabei sein konnten, weil das zu einer Zeit war, wo nicht alle dem Ganzen joinen konnten. Das war ganz cool. Also auch so Twitch-Streams und Facebook-Streams können da live mit eingebunden werden. Voraussetzung ist nur, dass ihr vernünftiges Internet habt. Und wenn ihr noch mehr ins Detail gehen wollt, es gibt auch Möglichkeiten, also nicht nur alles einzeln für jede Codezeile, alles einzeln dann extra zu programmieren, sondern ihr könnt auch Mitarbeiter einladen. Das finde ich sehr geil. Es gibt nämlich Staff-Accounts. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Schulklasse habt oder tatsächlich eine Firma oder ein Café oder weiß der Geier, können mehrere an euren Terminen arbeiten oder in dieser Übersicht arbeiten und sagen, hey, wir sollten das und das heute mal ändern und das hinzufügen und das, ihr könnt gerade nicht, müsst es nicht zwingend ihr machen, sondern kann das ein Kollege machen. Das ist ziemlich cool. Und übrigens, falls ihr noch mehr zu dem hier erfahren wollt, aber noch zu so vielen anderen Dingen, vergesst nicht, die Turn-On Community Show auszuchecken. Die findet ihr nicht nur live bei uns fast regelmäßig auf unserem Kanal einmal im Monat, sondern auch als Video on Demand im Nachgang. Also lasst mindestens ein Abo da, damit ihr den nächsten Live gar nicht verpasst. Hm.